Hallo, jetzt gibt es erstmal ein neues Video. Ja, wie ihr bestimmt schon an der Stimme gemerkt habt, bin ich nicht Hughsteller, sondern ein Kumpel von ihm. Diesmal kommentiere ich das Video. Ja, wie ihr seht, geht es heute um Alcatraz. Ich mache heute ein paar Vergleiche zwischen Alcatraz in Mob of the Dead und in Hey Wirklichkeit. Sir, das haben Hier wir alles erstmal bestimmt der schon 50 Vorspann, Mal. Und wir haben es noch wenn man das 50 Spiel Mal, wenn startet. es dann sein muss. 9:30 Uhr, Licht aus. Die Wache hat Rundgang. Wie geht's uns denn heute, Ferguson? Der Familie gesund? Gefängniswärter Du hat bist hier auch eine mächtig, Mr. gewisse DeLuca. Ähnlichkeit Mein Sohn mit der, Tommy den ist erst wir 6. dort gesehen haben. Wie die Zeit vergeht. Hey Finn, ein heißer Tipp fürs Rennen am Samstag? Ich bin schon dran. Jetzt gerade. Bringst du ihn zum Schweigen? Oder muss ich das tun? Du kennst die Regeln, Hanson. Klappe halten. 9:35 Uhr. Das Wiesel fängt mit seinem üblichen Lied und Tanzen an. Verdammt, Arlington! Holen Sie schnell den Dach! Und wieder falscher Alarm. Sobald das Wiesel die Schlüssel hat, gehen wir über zu Phase 2. Dann mal los. Bitte schön, Leute. Mit bestem Dank an die Privatsammlung der Wache. Waren das die Jungs in der Wäscherei? Da kannst du einen drauf lassen. Was zum Teufel? Der war tot. Du warst viel zu lange in der Zelle, Al. Du weißt nicht mehr, wie man das macht. Was zum Teufel? Da stimmt was nicht. Hier geht was echt Seltsames vor. Sag los, Wiesel. Hier sind wir am Anfang, wo man startet bei Mob of the Dead. Auch sehr identisch. Die Zellen, die Tür da hinten und das Gitter links. Zellen sehen auch sehr identisch aus. Jetzt vor der Cafeteria der Raum. In Broadway. Hier ist leider eine Absperrung im Mob of the Dead. In echt gibt es die nicht. Aber sonst ist alles sehr identisch. Jetzt in der Cafeteria, davor hängt auch der Schlüssel oben und die Uhr. In der Cafeteria, wenn man reingeht, gibt es links die Tür, die ist hier verschlossen. Da ist normalerweise die Kiste. In Wirklichkeit gibt es den Schlüssel auch da oben und die Uhr. Und wenn man reingeht, links die Tür, die ist hier offen. Die hat wohl jemand schon freigekauft. Hier hinten in der Cafeteria die Küche, so in echt. Die Treppe unten bei der Leichenhalle, die gibt es dort aber in echt nicht. Die Leichenhalle ist nur ein kleiner Raum, wo die Audiotour startet. Das Wardens Office ist auch in echt. Alles auch sehr identisch aus, auch im Kontrollraum. Alles sehr identisch. Hier fehlen halt die ganzen Schaltpulte. Das ist hier der Eingang vom Gefängnis. Der ist hier verschlossen. Wenn man hier rausguckt, in der gleichen Richtung, liegt in echt dann San Francisco. Gondel dort oben gibt es in Wirklichkeit auch nicht. Wäre sehr sinnlos. Aber die ganzen Häuser, die ihr dort seht, die gibt es wirklich. Und die sind auch an der gleichen Stelle. Wenn jetzt mal der Gondel dann runterfährt, dann sieht man auch, alles der Wirklichkeit ähnelt. Hier sieht man den Hof vom Gefängnis.
kommt man im Zombie-Modus nicht hin, vielleicht mit Glitchen, ich weiß es nicht. Hier in echt nochmal. Dort unten die Treppe beim Hafen, die gibt's auf dem Wachturm. Wenn man hier hoch geht, den Raum, den gibt es in Wirklichkeit auch. Es sieht auch sehr identisch aus. Aber wir waren dort jetzt nicht drin. Da die Badewanne. Die steht auch in Wirklichkeit dort. Die Leichenhalle hier unten, die gibt es wirklich in Wirklichkeit dann nicht. Diesen Aufzugraum, den gibt es auch nicht. Der ist jetzt hier schätzungsweise nur eingebaut, um ein besseres Spielerlebnis zu haben. Ein bisschen Schwierigkeit in die Spiel zu bringen. Die Wache gibt es in Wirklichkeit auch nicht und das Flugdeck ebenfalls nicht. Ja, das war's eigentlich mit meinem Vergleich zwischen Alcatraz im Spiel und in Wirklichkeit. Bis zum nächsten Mal.